Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was wir denn brauchen für... Das da brauchen wir, Feuerlöschanlage. Kristallisiertes Schwefel. Und, wo hab ich denn das hin? Ich hab's doch hier irgendwo hin. Da. So, jetzt müssen wir noch mal rüber. Ah, scheiße. Oh, hier hätte ich noch Korallen... Oh, hier hätte ich noch Korallen gehabt. Oh nein. Ist das bitter. So, warte mal. Wir brauchen... Ich vergaß. Irgendwann muss ich hier mal... Nein. Wir machen hier keine Ordnung rein. Warum, würdet ihr euch fragen? Ich suche jetzt lieber weiter, als jetzt für ein Spiel, was wir jetzt eh fast durch haben, noch ein Ordnungssystem zu bauen. Daher... Yeah. So. Ich will nämlich jetzt einfach mal mit dem Krebs runter. So, das haben wir. Dann bauen wir es mal schnell. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oder wir gehen tatsächlich noch mal auf Nickelsuche. Na, obwohl, das Boot wird uns nur aufhalten. Wir nehmen noch mal die Motte. Das hat mir ganz gut gefallen. Das mit der Motte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der hat einen sehr guten Dienst erwiesen. Okay, auf geht's. Die Motte hat einen neuen Platz in meinem Herzen erreicht. Was es lange nicht mehr hatte. Ich wollte die Motte eigentlich schon länger nicht mehr fahren, aber jetzt scheinbar... Okay. Nö. Muss nicht sein. Der wollte uns packen, die Sau. Darunter müssen wir. Da müssen wir unbedingt Ausschau halten nach Nickel. Muss es hier auch geben. Habe ich nachgeguckt. Soll aber sehr klein sein, habe ich gelesen, gehört. Magnetit. Lithium. Magnetit, Lithium, Lithium.
nehmen einfach mal mit. Das ist ein Blei. Oh, Nickelerz. Ich fürchte fast, wir müssen tatsächlich... Ich fürchte fast, wir müssen echt mit der Krabbe runter. Ansonsten wird das nicht mit Nickel, wird das nichts mit Nickel. So, warte mal, jetzt gucke ich nochmal nach. So, Nickelerz. Nickelerz Subnautica. Nickelerz Subnautica. Wie schaut das denn aus? Ja, doch, müsste so rumliegen. Hab das Aussehen jetzt gecheckt. Wird sich schon finden, würde ich sagen. Da ist es auch schon. Nee, das ist Quarz. Das ist Lithium, ich wusste es. Okay, hier unten scheinbar Kupfer zu finden. Ah, Quarz. Ha! Lithium. So ein Scheiß. Wäre absolut gar kein Problem. Wenn man die Dinger auch sehen würde. Quarz. Egal, warte mal, wir holen uns jetzt erstmal das, weshalb wir eigentlich hier unten sind. Autsch. Das ist da unten. Ich hab mir schon. Hä, was macht denn das jetzt für Geräusche? Bin ich blöd? Wo war der Kackeingang? Ha! Machen
mal so. Bin ich jetzt gerade blind? So, das will er scannen. Nee, das muss relativ am Anfang gewesen sein. Ich sehe schon, ich habe schon fast keine Batterie mehr. Ach da! Bin ich hohl. Probe Forschungsdaten. Integrating new PDA data. Okay. Dann haben wir das. Schauen wir mal. Wir müssen erstmal hier reparieren. So. Jetzt wird sich doch 3 Nickel auftreiben lassen. Jetzt nochmal, wie die Teile aussehen. Unterhalb der Sohle. Ich fürchte, wir müssen tatsächlich mit dem Krebs runter. Ansonsten finden wir das nicht. Ja gut, dann schwimmen wir mal hoch. Weil so sehe ich da nicht sehr viel Möglichkeiten, welches zu finden. Der Krebs wird tatsächlich die einzige Möglichkeit für uns jetzt aktuell sein, um Nickel zu bekommen. Schnauze. Sau ihn gleich auf die Schnauze, Alter. Bringt wahrscheinlich auch nichts. Was passiert, wenn ich jetzt da reinschwimme?
Ja, keine Ahnung. Sieht jetzt auch nicht danach aus. Gut, ja, dann ab zum zum Krebs. Ich glaube, wir müssen sogar nicht ganz runter. Hier wird's ja, hier gibt's ja auch schon Nickel. Dann holen wir uns jetzt mal ein kräftiges Nickelvorkommen und dann gehen wir wieder nach oben. Lithium gibt es ja genug, aber ich finde halt kein Nickel, ne? Das ist problematisch. Dachte ich, wir wären mit der Seemotte so zuverlässig unterwegs. Pustekuchen. Das unnütze Zeug essen. So, auf nach oben. Zum unsichtbaren Bootmobil. Eigentlich können wir tatsächlich jetzt einfach mit dem Zyklopen runterschwimmen. Ich meine, gut, den Antrieb. Der Antrieb wäre jetzt halt noch knorkelt, ne? Der Antrieb wäre halt super. Wir können uns jetzt gleich nochmal, um kleiner Erfolg zu haben, die drei Datas durchlesen, die wir gerade gefunden haben. So. Gut, war jetzt nicht so erfolgreich, ne? Das muss man jetzt gerade so ehrlicherweise hier ja zugestehen, ne? Gucken jetzt gerade noch mal nein, ich will ich doch gar nicht mithaben. Geh weg. Also Wasser haben wir jetzt dann genug. Hauptsache es sind noch zwei hier drin, das ist ja gut. So, wir gucken jetzt mal gerade in die Data. Aufzeichnungen. Rückstände geht hervor, dass eine heimische Lebensform an diesen Ort gebracht und in einer intensiven Untersuchung unterzogen worden sind. Daten über Bakterien werden heruntergeladen. Achtung, typisch. Atypische blablabla. Selbstkern abgeschlossen. Die Bakterieninfektion, da, das weiß man, wissen wir, ne? Das ist klar. So, können wir irgendwas Neues craften? Das ist alles neu. Nö. Alles beim Alten. Wasser wollten wir uns herstellen, ne? Machen wir das mal. Und ich hätte gesagt, wir beenden die Folge für heute. Ich werde jetzt gerade mal gucken, ob ich jetzt mit der Seemotte oder... ich muss ja mit dem Krebs oder so runter, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall mit dem Krebs in den Lost River. Also, bis denn. Tschüss.